Servus, und zwar gibt es wieder Neuigkeiten vom Testserver. Ich wollte es eigentlich gestern schon machen, habe mir dann aber überlegt, ach nein, komm los, mache ich erst heute, weil so kann ich euch das wenigstens gleich zeigen. Und zwar ist es ein neuer Held dazu gekommen, ein Wildvolkheld, der Saurus, ein Lycaskin. Dann am 11.05. kommt das Held von Hesperia dazu. Das müsste das Event sein, wo man diesen blauen Rahmen sich erspielen kann, also ein PvP-Event sozusagen. Ein neues Reise der Wunder kommt am 8.5., sprich morgen. Dazu kommt dann auch gleich nochmal was. Also morgen dann sozusagen. Mal schauen, ob ich es noch vor der Arbeit schaffe. Ansonsten auch erst wieder abends wie jetzt. Es gibt neue Herausforderungen. Dann kommen hier vier neue Slots zu irgendwas dazu. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Ich würde mal fast behaupten, vielleicht die Wunschliste oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel auf Englisch gestellt. Ich habe Barracks nicht gefunden. Ja, gute Frage, was ist. Dann rote Kisten kommen im Labyrinth-Store dazu, wenn man Kapitel 2460 gemeistert hat, beziehungsweise dann Kapitel 25 ist. Kann man die sich da erwerben? Auf dem Testserver bin ich leider noch nicht so weit. Ich würde aber fast schätzen, es kostet so wie bei Arthur, dass man vielleicht so 50 Kisten oder 30 Kisten für 64.000 Marken, also Labyrinth-Marken, sich kaufen kann. Ja, das ist nur irgendwas gefixt. So, dann kommen wir mal zu dem Wesentlichen. Und zwar der Lycaskin. So sieht er aus. An und für sich wirklich sehr, sehr hübsch, wie ich finde. Einziger Nachteil ist, man muss ihn kaufen. Ja, also für 15,99. Kann auch möglich sein, es kommt noch ein Event dazu. Der Tarsier-Skin wird dann auch nochmal im Angebot sein für 15,99. Ja, also weiß ich nicht, ob man sich das für 16 Euro kaufen muss, den Skin. Ist ja wirklich ganz hübsch, aber ja. Im Shop an sich gab es jetzt nichts Neues, wenn ich das so richtig gesehen habe. Nee, leider nicht. Und dann kommen wir mal zu Saurus. Ah, da ist er. So sieht er aus. An und für sich gar nicht mal so schlecht. Ist ein Kriegerheld. Seine Fähigkeiten. Sein Charakter-Item baut auf diese passive Fähigkeit hier, nur so nebenbei kurz angemerkt. Und sein Ultima-Skin. So, sein Charakter-Item. So, hell testen. Also hier bei Heldtesten scheint er wirklich stark zu sein. Bin mal gespannt, wie das denn bei uns auf den Live-Servern ist, wenn man den dann mal so testen kann. Aber ich würde mal ganz stark davon ausgehen, da wird sowas Ähnliches sein wie Ulmus oder Syrus, so die Ecke. So ein bisschen tanky vielleicht. Ja, dadurch, dass er die ganze Zeit Schild hat mit seiner Ultima und sich ja dann auch heilt und mit 30er Item auch seine Verbündeten mit heilt. Naja, mal abwarten.
Weil so an sich von seinen Werten her, knapp 700k Leben, 410 Angriff, könnte so ein bisschen in die Richtung von Ulmus gehen. So, na gut, dann war es das jetzt schon. Ich hätte euch gerne noch mehr gezeigt. Aber soweit bin ich hier leider noch nicht. Und das meiste kommt ja noch, beziehungsweise das Event Helden von Hesperia und Reise der Wunder kommt ja erst morgen. Ist ja noch gesperrt, wie ihr seht. Und genau, dann sehen wir uns morgen Abend nochmal. Oder vielleicht morgen Vormittag. Je nachdem, wie ich es schaffe.